Guten Abend, liebe Journalisten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Halbfinale der Champions League, bei dem RB Leipzig mit 0:3 gegen PSG verloren hat. Bei mir sind unser Cheftrainer und unser heutiger Kapitän und stehen Ihnen und euch für die Fragen zur Verfügung. Bitte um das digitale Handzeichen. Und den Anfang macht Florian Plettenberg von Sport1. Hallo, jetzt sollte es klappen. Ja. Herr Nagelsmann, Sie haben eine bravourose Runde gespielt. Würden Sie sagen, dass heute einfach chancenlos war? Haben Sie Paris so stark erwartet? Und warum hat man es nicht geschafft, Neymar, ja, wie soll ich sagen, an vielen Einlagen, an vielen Shows und vielen Einzelsituationen hinterzubringen? Danke. Ja, natürlich haben wir eine gute Runde gespielt. Das, glaube ich, steht außer Frage. Im Halbfinale zu stehen in der Champions League ist eine großartige Leistung, auf die wir auch stolz sein werden. Wahrscheinlich ein bisschen Abstand. Jetzt aktuell überwiegt so ein bisschen der Frust. Ich glaube, das ist auch normal. Das muss auch so sein, um dann auch die nötige Power wieder zu sammeln für die neuen Aufgaben, die schon alsbald vor der Brust stehen. Wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit bis zum Pokalspiel und auch bis zur Bundesliga, bis es wieder losgeht. Ja, der Gegner war heute deutlich stärker als wir. Das ist immer in der Herangehensweise für einen Trainer die Überlegung, wie hoch machst du Druck, wie viel Raum gibst du von Anfang an Preis, wie kannst du umstellen. Das ist alles nicht so einfach. Der Gegner hat das natürlich sehr variabel gemacht. Wir haben alles versucht, auch in der ersten Halbzeit, finde ich, eigentlich ganz gut gestartet. Haben dann aus dem Standard das 1-0 gekriegt und dann relativ aus dem Nichts das zweite Tor. Dann wurde es natürlich schwer. Wir haben, finde ich, aus dem Spiel raus jetzt nicht extrem viele Chancen zugelassen, sondern es waren mal wieder zwei selbst aufgelegte Dinger und dann Standardsituationen, also so extrem viele Situationen, dass Neymar ein bisschen dribbelt und viele Aktionen hat. Ich glaube, das ist ganz normal. Das hat er gegen jeden, ich weiß auch nicht genau, aber ein paar Euro hat er, glaube ich, auch gekostet. Also den immer weg zu verteidigen, das ist nicht ganz so einfach. Und da werden wir nicht, die erste Mannschaft waren wir nicht, die es nicht immer geschafft hat und werden auch sicher nicht die letzte sein. Als nächstes bitte Arne Richter von der dpa. Hallo Herr Nagelsmann. Was nehmen Sie denn konkret an positiven Dingen jetzt mit aus diesen Tagen in Lissabon? Und wie viel Zeit hat die Mannschaft jetzt, sich auszuruhen? Es geht ja schon relativ schnell weiter. Und wie viel Zeit brauchen Sie vielleicht auch selber, um das alles sacken und verarbeiten zu können? Ja, bei mir, glaube ich, geht es tatsächlich. Du hast als Trainer natürlich immer sofort wieder irgendwie die nächste Aufgabe. Wir müssen... Wir haben noch Kaderthemen, die wir in der Transferperiode immer besprechen müssen. Wir haben bald Nürnberg vor der Brust. Aber die Spieler, das ist, glaube ich, völlig verständlich, werden schon ein bisschen brauchen, weil sie natürlich auch körperlich an ihre Grenze gegangen sind. Ich nehme sehr viel Positives mit. Wir haben auf dem Weg ins Halbfinale, wir hatten jetzt keinen Freilos, sondern wir haben Tottenham und Atletico ausgeschaltet, haben noch einen anderen Halbfinalisten mit Olympique Lyon in der Gruppe gehabt. Wir haben Benfica in der Gruppe gehabt. Ja, wir haben eine gute Champions-League-Saison gespielt und ich nehme mit, dass die Jungs völlig unerschrocken gegen einen der unangenehmsten Mannschaften in Europa aufgetreten ist. Ich nehme vor allem auch mit, dass wir heute, ich erinnere mich an eine Szene in der 91. als Jussi nochmal einen 30-Meter-Sprint nach hinten gemacht hat, als Sabi nochmal zwei Sprints in die Box gemacht hat, auch heute das Herz am rechten Fleck gehabt, den Charakter auf den Platz gebracht. Und da muss man auch mal akzeptieren, dass der Gegner einfach stärker war heute. Das ist nun mal so. Es gibt einfach gewisse Unterschiede dann im europäischen Spitzenfußball. Ich wünsche all meinen Spielern, dass idealerweise wir mit dem Club hier noch die Erfolge wieder feiern, dass wir uns wieder in der Champions League nach vorne arbeiten, dass wir solche Situationen wieder und wieder erleben. Ich glaube, der Club hat jetzt zwei Highlights gehabt mit dem Halbfinale und mit dem DFB-Pokalfinale letztes Jahr. Und diese Gier muss nach einer Woche, wo die Jungs jetzt freikriegen von mir, ein bisschen durchzuschnaufen, wieder geweckt werden. Das wird eine Kollektivleistung sein, psychologisch nicht ganz einfach, nach der Champions League dann im DFB-Pokal sofort ran zu müssen. Das Thema wurde ja schon ein paar Mal diskutiert. Da müssen wir als Gruppe, so gut wie wir jetzt hier waren, dann als Gruppe auch diesen Frust beiseite schieben und wieder uns raffen und die nächsten Aufgaben warten. Und da müssen wir irgendwann die nächste Freude entwickeln und damit viel Stolz zurückblicken. Ich habe den Stolz auch heute, weil ich akzeptieren kann, wenn der Gegner einfach übermächtig war. Und das war er heute. Und dann arbeiten wir dran, dass es in Zukunft diese Übermacht vielleicht ein bisschen weniger wird. Wir machen weiter mit Martin Henkel von der Mitteldeutschen Zeitung. Jussi, eine Frage an dich. Du hast jetzt noch eine ganze Weile hier auf dem Feld gesessen, auf der Seitenlinie. Was ist dir in dem Moment? Ja.
Ja, das ging einfach darum, ein bisschen den Moment auch zu bisschen zu genießen, durch den Kopf durchzulassen, was wir gerade hier gespielt haben, was wir gerade hier gemacht haben. Und mit Pete war das einfach ein bisschen über das Spiel, was wir besser hätten machen müssen, können. Aber das habe ich auch gesagt, habe zu ihm gesagt, das sollen wir jetzt nicht besprechen. Jetzt einfach ein bisschen diesen Stolz, was der Trainer auch sagt, auch ja, ein bisschen das Spiel bearbeiten und stolz darauf sein, was wir geleistet haben dieses Jahr. Und über das Spiel, was wir dann besser machen müssen, können, können wir in der Zukunft dann darüber sprechen. Einfach den Moment ein bisschen genießen und ja, das ein bisschen durch den Kopf lassen. Dann Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung, bitte. Jürgen Nagelsmann, nach der Schlacht ist jeder Napoleon, aber gibt es etwas, was Sie jetzt im Nachhinein vielleicht doch anders machen würden? Gibt es irgendwelche Korrekturen, die Sie vornehmen würden, was die Ausrichtung des Spiels anbelangt? Ja, das gibt es immer in jedem Bundesligaspiel, in jedem DFB-Pokalspiel, in jedem Champions-League-Spiel. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, man müsste am liebsten 3-4 Spiele machen gegen den Gegner und dann mal schauen, was am besten funktioniert. Ich habe schon mal versucht, vor dem Spiel so ein bisschen anzudeuten, das ist immer die Gratwanderung, verteidigst du ganz hoch, dann gibst du natürlich sehr früh viel Räume preis, was Paris auch will, was Paris besonders gut macht. Wir hatten in den ersten 10 Minuten in der tiefen Position die nötige Geduld und dann natürlich auch tatsächlich 3 sehr gute Ballgewinne, wo wir so eineinhalb Mal auch ganz gefährlich auch in die Box kommen. Wenn wir da ein bisschen emotionaleren Moment vielleicht mit einem klaren Abschluss noch hinkriegen, dann waren wir eigentlich oder wären wir noch besser im Spiel gewesen. Dann nach dem 1-0 ist natürlich schon so, dass du dann, läufst du natürlich noch mehr hinterher, gefühlt noch mehr hinterher. Du willst ein bisschen schneller den Ball wieder haben. Aber auch da ist dann immer die Überlegung bei der Qualität, die sie haben. Wenn man jetzt heute mal Di Maria ein bisschen rausnimmt, der vielleicht heute ein bisschen unterm Radar läuft, aber der, glaube ich, keinen einzigen Ball verloren hat, trotz vieler Überzahl-Pressing-Momente. Das ist immer die Überlegung, wie hoch machst du es dann. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann deutlich höher gemacht. Aber auch da war natürlich irgendwann nach dem dritten Tor ein bisschen die Spannung auch bei Paris weg. Und man kann dann auch nicht mehr Revue passieren lassen, wie konkret besser das gewesen ist. Ja, ich bin immer selbstkritisch, reflektiere immer auch die Ideen, die das Trainerteam und ich hatte. Und natürlich wird es auch nach diesem Spiel Dinge geben, wie auch nach Atletico Dinge, die wir hätten anders oder besser machen können. Aber ja, das ist, wie gesagt, das ist nicht so eine ganz einfache Überlegung, weil du nicht jede Situation vorbereiten kannst. Und der Gegner hatte heute einfach neben einer Top-Qualität, die auch höher war als unsere Qualität, noch eine Top-Mentalität, haben wir in der Box unglaublich gut verteidigt. Das hat Jussi ja, glaube ich, auch gemerkt. Sie haben jede Ecke oder jede Flanke wegverteidigt und dann an diesem Tag waren sie besser als wir. Und da hätten wahrscheinlich alle, sowohl Spieler wie auch Trainer, viel besser machen können und es hätte vielleicht trotzdem nicht gereicht. Stefan Krause von der Bild-Zeitung macht weiter. Trainer, genau. Das Duell mit Thomas Tuchel war vorher ein großes Thema. Inwiefern war es giftiger oder weniger giftig als gegen Diego Simeone? Und was haben sich nach dem Abpfiff noch gesagt? Es war genauso wenig giftig wie mit Diego Simeone auch. Er hat sich um seine Mannschaft gekümmert, ich um meine. Der ganz normale Job, für den ich und für den er bezahlt werden. Nach dem Anpfiff habe ich gesagt, Gratulation, viel Erfolg im Finale und bis bald. Nicht so spektakulär, wie erhofft vielleicht. Dann Jörg Soldwisch für den SED. Ja, Herr Nagelsmann, was nehmen Sie persönlich für Ihre Trainerarbeit von diesem Finalturnier mit? Gibt es etwas, was Sie gesehen oder auch gelernt haben, was Sie vorher noch nicht so wussten? Jetzt in dem Moment nicht. Wie Sie sich vorstellen, hatte ich relativ viel zu tun zwischen den Spielen und habe jetzt kein Lernbuch, was ich ausfülle jeden Tag, sondern es geht darum, auch für mich jetzt ein bisschen sacken zu lassen und dann gibt es sicherlich Dinge, die ich mit für meine Zukunft übernehme oder nicht. Ich habe erstmal eine sehr gute Leipziger Mannschaft gesehen, die an die Grenzen gegangen ist, worauf ich stolz bin, die viele sehr gute Sachen gemacht hat, die sich auch außerhalb des Platzes top professionell verhalten hat, die alles dafür getan hat, maximal erfolgreich zu sein. Und das nehme ich mit, dass es gut tut, so eine Mannschaft zu haben.
Javi Caceres nochmal für die Süddeutsche Zeitung, bitte. Ja, es ist ja tatsächlich eine großartige Leistung, die Leipzig gezeigt hat jetzt in dieser Champions League-Saison. Was wird diese Mannschaft oder sollte diese Mannschaft drüber retten in die nächste Saison und möglicherweise auch wieder eine solche Rolle spielen? Ja, viele von den Dingen, die wir in der Hinrunde sehr gut gemacht haben, die wir auch in Anfangs der Rückrunde noch gut gemacht haben. Ja, es geht immer um eine Weiterentwicklung von allen Elementen, dass wir weiterhin giftig aktiv bei gegnerischem Ballbesitz sind, dass wir viele Umschaltsituationen kreieren, dass wir uns weiter verbessern, gerade gegen tiefstehende Gegner stabiler zu werden, dass wir auch immer von der Kabine angefangen im Kreis diese Aktivität und das Herz zeigen, was wir gegen Atletico hatten, was wir auch heute hatten. Ja, dann werden wir den Weg weitergehen. Da werden immer wieder mal Dellen dabei sein. Deswegen steht immer, auch wenn man über die Mannschaft spricht, das Wort Entwicklung dahinter. Und Entwicklung ist ein Prozess und ein Prozess geht nicht immer in die gleiche Richtung. Sonst wäre es nicht eine Entwicklung, sondern da gibt es immer auch mal Steine, über die man gehen muss und Hürden, über die man springen muss. Auch das wird dieses Jahr wieder passieren. Das kalkulieren wir ein. So ist die Philosophie des Vereins, immer wieder mit jungen Talenten den Kader zu füllen, diese zu entwickeln. Das ist eine komplexe Aufgabe, wenn man Champions League spielt, plus unzählige englische Wochen. Und deswegen wird die Saison sehr anstrengend, sehr lang. Wir alle planen auch mal negative Erlebnisse ein. Bin mir aber, oder mir ist nicht bange, wenn ich die Leistung jetzt gesehen habe und auch die Augen jetzt in der Kabine angeschaut habe. Jussi macht es total richtig, dass er sagt, den Moment trotzdem mal genießen. Wir sind alles Sportsmänner, wollen so weit wie möglich kommen. Trotzdem muss man im richtigen Moment auch die nötige Demut walten lassen, dem Gegner gratulieren und trotzdem sagen, wir haben es gut gemacht, wir haben alles gegeben und werden auch in der neuen Saison alles geben. Kommen wir zu den letzten drei Fragen. Uli Krömer für die MZ fängt an. Selber gesagt, die nächsten Aufgaben stehen schon dran, zum Beispiel Transferaufgaben. Was hat Ihnen jetzt vielleicht dieses Spiel auch gezeigt? Wo braucht man noch Verstärkung? Wo muss man vielleicht noch so ein Puzzleteil ergänzen? Und die Frage an Jussi nochmal, wenn du auf dem Feld jetzt vergleichst, die beiden Spiele, was im Detail, wie hat sich das auch in deiner Rolle anders angefühlt jetzt in diesem Spiel? Ja, ich war vielleicht mal die Erste. Ich glaube, man kann jetzt dieses Spiel nicht als Gradmesser nehmen. Die beiden Stürmer von Paris kosten zusammen doppelt so viel wie unser ganzer Kader. Also, weiß nicht, dieses Spiel kann uns jetzt nicht zeigen, was wir auf dem Transfermarkt noch machen sollen, weil das ist einfach nicht drin im Portemonnaie. Selbst wenn wir lange suchen und auch noch das Kleingeldfach aufmachen, wird es trotzdem eng. Grundsätzlich will jeder Trainer immer die bestmögliche Mannschaft haben. Jeder Spieler will die bestmögliche Mannschaft haben. Und wir haben nach wie vor jetzt nach dem Turnier noch einen weiteren Spieler mit viel Scorerpunkten, den wir nicht mehr dann im Training haben. Demnach haben wir natürlich noch Aufgaben. Ja. Der Justi darf gerne viele Tore schießen, aber ob er jetzt alleine 51 schießt, weiß ich nicht. Wir haben Hidschan, der dann in der Bundesliga dazukommt, auf den wir uns freuen, der jetzt natürlich nicht spielen konnte. Wir haben Benny schon, der jetzt aber nicht als Torjäger geholt wurde. Also wir haben einfach noch insgesamt ein bisschen Aufgaben, aber ist auch ganz normal. Und den werden wir uns dann in Zukunft jetzt widmen. 51 kann ich anders drehen. Aber, der Rolle auf dem Platz, was du gefragt hast, so viel anders als das sonst im letzten Spiel war das nicht. Ein bisschen andere taktische Rollen, dadurch, dass ich ein bisschen zentraler stehen sollte, als ballzeitig kommen sollte die ganze Zeit, weil wir ein bisschen Räume in anderen Stellen vom Platz haben wollten. War ein bisschen anders, aber ich glaube, ich bin ganz gut in der Rolle, was Julian mir das letzte Jahr gegeben haben. Wird immer besser und besser in der Rolle, die ich habe. Und kriegt auch die Ideen, die er hat, besser und besser auf dem Platz. Und deswegen war das heute auch, wie viele andere Spiele, einfach das zu machen, was vorgegeben wurde. Florian Plettenberg für Sport1, bitte mit der vorletzten Frage. Eine Frage, da kann Sie wohl wissen, dass es eine hypothetische Frage ist. Wer länge den Bayern der Finaleinzug, wer wäre denn für Sie dann der Favorit? Das liebe ich. Also grundsätzlich im Sinne des deutschen Fußballs wäre es natürlich gut, wenn Bayern München gewinnt.
Ich will aber trotzdem ein neutraler und fairer Sportsmann sein und nehme das Phrasenschwein und sage, der Bessere soll gewinnen. Dann macht Stefan Krause für die Bild-Zeitung den Abschluss. Sie hat jetzt in den letzten Tagen, sage ich mal, so viel Blut geleckt in der Champions League oder in den letzten Monaten, dass das Wir werden das anstreben auf jeden Fall. Wir werden alles dafür tun, solche Erlebnisse zu kriegen, die wir dieses Jahr gehabt haben. Nächstes Jahr ist hoffentlich auch Zuschauer dabei, dann wird es ein noch geiler Erlebnis. Und deswegen ist das genau das, was man, egal welches Sport man, die man ist, strebt man sowas an, das Bestmögliche in jeder Saison rauszuholen. Und das werden wir nächste Saison genauso machen und hoffentlich genauso geile Erlebnisse, die wir dieses Jahr hatten. Dann bedanke ich mich herzlich für die Fragen, wünsche allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss. Tschö.